Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Guten Morgen, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute vlogge ich mal wieder. Ist ein ganz normaler Mama-Alltag, aber man weiß ja auch nie, was passiert. Ich wollte euch auf jeden Fall Prost mit Kaffee sagen. Wenn ich mir einen Kaffee für ein Video mache, muss ich mich auch bemühen, den zu trinken, sonst wird der mal kalt. Aber ich trinke den auch kalt. Macht ihr das auch? Seit ich Mutter bin, kenne ich ja nichts, ne? Hauptsache, der Kaffee geht rein. Ich wollte euch auf jeden Fall mal nachher die Kinderkleiderschränke zeigen. Ich habe nämlich gestern ordentlich ausgemistet und ja, so herbst-winterfest gemacht, würde ich sagen. Ich habe zwei riesengroße Säcke Kinderklamotten aussortiert, die nicht mehr passen oder jetzt halt auch eben zu sommerlich sind und nächstes Jahr nicht mehr passen werden. Ein Sack für Jungs, ein Sack für Mädchen, und den Jungssack, den hebe ich natürlich hier erstmal auf, weil das dauert ja nicht so lange, bis das dem nächsten wieder passt. Und ansonsten nehme ich euch einfach so ein bisschen mit durch unseren Alltag. Ich habe mich hier erstmal gemütlich hingesetzt, um euch Hallo zu sagen. Gemütlich, bis hier gleich wieder irgendeiner anwatschelt. Ich bin nämlich natürlich mit meinen beiden zu Hause. Und es sind in letzter Zeit auch viele neue hier auf meinen YouTube-Kanal gekommen, was mich natürlich mega freut. Ich freue mich über jeden Einzelnen und will mal kurz Hallo sagen. Und einer geht mal kurz was trinken. Das ist mein Schatz. Ja, falls ihr es nicht mitgekriegt haben solltet, wir leben kindergartenfrei. Das bedeutet, ich betreue meine Kinder zu Hause oder selbst. Zu Hause ist immer blöd, als ob wir nur zu Hause wären, ne? Ich betreue die einfach selbst. Ein T-Shirt, ob da keine Ameisen dran gegangen sind, weil die können ja in die ganz kleine Ecke von der Tür, dann können die Treppe hochkrabbeln. Aber du glaubst, wir haben Ameisen in unserem Kleiderschrank? Und dann hier ganz nach unten und nach unten schleichen und dann in das kleine Loch runter und dann schwupp und dann verstecken auf euer T-Shirt. Was? Solltet unbedingt mal sehen, wie die Kleiderschränke bei uns so aufgebaut sind, wie ich die organisiere. Wir haben ja jetzt drei Kinder-Baby-Kleiderschränke nebeneinander. Ansonsten habe ich heute extrem viel im Haushalt zu tun. Ich zeige euch das gleich mal. Und das ist dann wirklich real life, nicht on Instagram, sondern on YouTube. Weil ja, ich habe auch auf meinem Instagram-Profil, habe ich oben in der Profilbeschreibung Anti-Haushalt drin stehen. Es ist wirklich ernst gemeint. Also ich habe wirklich versucht, seit ich Mutter bin, mich davon frei zu machen. Natürlich muss das hier ordentlich sein und halbwegs sauber sein. Aber man muss da echt mal lernen, finde ich, Prioritäten zu setzen. Und so wie ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, das würde mich echt mal interessieren, wer von euch das durchgestanden hätte. Weil es war gestern einfach ein turbulenter Tag und es war viel wichtiger, ich muss mich ja auch immer noch ein bisschen schonen wegen der Schwangerschaft und bla bla bla, dass ich schlafe, als dass die Küche aufgeräumt ist und ich habe keine Spülmaschine. Und deswegen steht immer, es ist furchtbar in der Küche, ich zeige euch das. Und das werde ich jetzt erstmal beseitigen. Die Kinder sind jetzt gerade beschäftigt und spielen in ihrem Zimmer noch ganz lieb. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit in die Küche, ne? Schreckt euch nicht. Einmal ein frischer Kaffee. So bin ich gestern Abend ernsthaft ins Bett, weil es mir egal war. Und ja, das muss ich jetzt alles wegspülen. Down by slip into jail one day.
hot summer day. You're out there for a walk. Join up with your idol. Hey, have a smoke, have a talk. And out there in the garden, where the herb grows wild, let your spirit rise, yeah. Feel yourself as a child. Down by low, slip into jail one day. Then you're down by low, slip into jail one day. Down in the streets, better watch it, call him man. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Wunderbar, ne? Sieht jetzt natürlich wahnsinnig viel aus. Ist es auch. Aber es hat jetzt ungefähr so 15 bis 20 Minuten gedauert. Und ich habe jetzt noch überall drüber gewischt. Und wer sich fragt, wie ich das so alles immer mit den Kindern mache, mit dem Haushalt, die spielen einfach in der Zeit im Kinderzimmer. Die kennen das ja so. Mama macht eben die Küche und danach habe ich Zeit. Oder mache irgendwas anderes und danach habe ich Zeit. Oder wenn halt jemand anhänglich ist, wie heute, setzen die sich einfach hier in die Küche, spielen irgendwas. Kochen tun wir dann immer so zusammen. Heute gibt es so eine Kartoffel-Lauch-Cremesuppe. Und diese Bananen müssen unbedingt weg. Ich denke, ich mache da gleich irgendwie Bananenbrot oder Bananenwaffeln oder irgendwas. Mal gucken, was uns in den Sinn kommt. Aber jetzt müssen wir erstmal das Bett machen, das Schlafzimmer aufräumen. Das feiern die am meisten, weil dann machen wir eine Riesenparty. Ich kann mir nie erklären, wie meine Kinder so geworden sind. Leicht ab auf dem Bett. Hier ist mir gerade was ins Auge gefallen, was ich euch mal zeigen wollte. Und zwar, das ist der Miffy. Das ist Bonnies Heiligtum. Da, ohne das geht überhaupt nichts. Da ist auch ihr Schnuller noch dran. Und wir hatten die letzten Nächte sehr damit zu kämpfen. Wir hatten ein paar sehr, sehr harte Nächte, weil die letzten Nächte, ja, keine Ahnung, warum das auf einmal so gekommen ist, die hat den immer wieder im Bett verloren. Und kam einfach nicht drauf klar, den selber wieder zu finden. Und dann locker alle anderthalb Stunden, Mama, wo ist mein Miffy? Und in diesem riesen Bett, was ihr gerade gesehen habt, ist es wirklich manchmal nicht so leicht, den zu finden. Deswegen habe ich jetzt eine zweite Schnullerkette einfach bei DM gekauft. Das ist hier so eine von Nook. Und die hat hier oben so einen Verschluss. So einen Verschluss finde ich eigentlich voll blöd. Ich bevorzuge diese Dinger hier, weil man die einfach überall dran binden kann. Aber dafür ist das jetzt super praktisch. Der ist jetzt hier an der Schulter am Schlafsack fest. Und hiermit befestige ich jetzt dieses Kuscheltier am Schlafsack. Also kann sie den nicht verlieren. Und wir haben jetzt die erste Nacht damit geschlafen und durchgeschlafen. Das war echt der Hit.
Bei uns ist natürlich auch schon Herbstdeko eingezogen. So ein paar Sachen, die ich mit den Kindern gebastelt habe. Und ja, hauptsächlich Kram, den die draußen gesammelt haben. Das macht denen einfach am meisten Spaß. So, kleine Planänderung. Die Kinder haben sich Nudeln gewünscht. Bei sowas ist, wenn das jetzt nicht schlecht wird im Kühlschrank und ich nicht irgendwie was Besonderes geplant habe, ist mir das egal. Da können wir Partizipation gerne machen. Und jetzt machen wir so eine Art, ja, gesunden Nudelsalat. Einfach Mais, Lauchzwiebeln, Mini-Tomaten, Vollkornnudeln, Gewürze, Öl. Fertig. Macht Spaß, Bonnie? Ja. Ja? Willst du mal probieren, ob das schon lecker schmeckt? Ja. Ja. Jetzt habe ich hier irgendwo einen Kaffeefleck. In der Eile. Also, kurze Pause. Das mit dem Haushalt und den Kindern zu Hause, kindergartenfrei, das ist natürlich eine Wissenschaft für sich, wie ihr gemerkt habt. Also es ist hier nie ruhig. Aber meine Kinder, die haben das auch halt so, für die ist das ganz normal, ne? Dass die Mama immer irgendwas so nebenbei macht. Und man kann, ich kriege das auch irgendwie dann hin, die Kinder nebenbei zu beschäftigen, irgendwie in der Küche, während ich spüle oder ich sitze im Kinderzimmer mit und mache auf dem Boden die Wäsche oder plane da irgendwas in meinem Kalender oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwie kriegen wir das hin. Zum Thema Kindergartenfrei mache ich euch jetzt bald hier auf YouTube mal ein Update, weil wir jetzt einige Monate schon kindergartenfrei sind, also dass der Carlo komplett aus dem Kindergarten raus ist und es hat sich krass viel verändert. Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und das wollte ich euch mal in einem einzelnen Video erzählen. Falls ihr da noch irgendwelche Ideen oder Fragen habt, wie sich was besonders entwickelt hat, dann schreibt mir das gerne hier in die Kommentare. Da kann ich das noch mit berücksichtigen. Und ich wollte auch noch mal Danke sagen für eure Reaktion zu meinem Video, wo ich über die Kooperationen gesprochen habe. Das war wieder so ein Video, wo ich ein bisschen Angst vor hatte, weil ich mir dachte, man hat als Blogger oder als YouTuber, hat man es echt gut. Man bekommt Chancen für Kooperationen und Zusammenarbeiten, die sind einfach sowas von cool und da sollte man nicht drüber meckern, aber ich fand es trotzdem ganz cool und vor allen Dingen auch lustig, euch auch mal an den negativen Seiten so ein bisschen teilhaben zu lassen. Und ich fand das echt gut, dass ihr, also es kam kein blöder Spruch irgendwie und deswegen werde ich mir die nächsten Sachen alle so screenshotten und aufschreiben, damit ich nichts vergesse und werde euch auf jeden Fall bald mal einen zweiten Teil drehen. Und jetzt zeige ich euch mal die Kleiderschränke. So, die drei Kleiderschränke. Alles, was, also die Kleiderschränke und der Inhalt, die Organisationssysteme und die Kleiderbügel, alles ist von IKEA, falls ihr euch fragt. So, ich mache jetzt mal auf. Bonnie, Neugeborenes, Carlo. So, die sind eigentlich alle so ungefähr gleich aufgebaut. Wie gesagt, Organisationssysteme, ganz normale so Kisten von IKEA. Die hier unten, die Kisten, die sind, das war gelogen, die sind nicht von IKEA, aber ich weiß nicht mehr, die waren mal irgendwo, schieß mich tot, Kick, Lidl, irgendwo. Hier drin hänge ich immer so ein paar gebastelte und gemalte Sachen auf, weil es mir einfach zu bunt wird, wenn ich alles draußen aufgehängt habe. Oben hängen bei allen Kleiderschränken Pullis und Overalls und Jacken. Dann geht es weiter runter. Dann habe ich hier immer so ein großes Organisationssystem für Socken, Strumpfhosen, Spucktücher hier in dem Fall bei dem Kleinen noch. Dann habe ich gefaltet immer die Hosen und Bodies. Bei den Großen habe ich die Hosen hier und dann eine. Bei den Großen habe ich die Hosen. Hier so eine Kiste mit Unterwäsche einfach und hier unten nochmal eine Kiste mit Mützen und Schals. Hier oben sind da bei den Großen auch noch so Gürtel drin, Hosenträger. Schieb mich tot.
Und hier hat der kleine Mensch auch nochmal sowas. Söckchen, Mützchen, Schlafsäcke. Und hier habe ich jetzt noch die Milchpumpe drin stehen und den Maxi-Cosi Neugeborenen Einsatz. Den Maxi-Cosi müsste ich mal aus dem Keller rausholen. Ja, und das war auch schon so das Hauptding an Organisation. Also Kleider, Pullis, Overalls, Jacken, T-Shirts, Hosen, Röcke. Und jeder hat unten hier nochmal so eine Plastikkiste. Und da sind Sachen drin, die jetzt in nächster Zeit irgendwann dann passen werden. Und dann setze ich mich ab und zu mal hin und sortiere eben aus und kann dann mal gucken, passt das schon oder passt das noch nicht. Manchmal kriegt man ja auch was geschenkt, ist dann noch eine Nummer zu groß. Bevor ich das dann reinhänge, ihr seht, trotz Aussortieren, die Kleiderschränke, ich finde es zu viel. Aber wenn ich andere Blogger oder Instagrammer sehe, dann weiß ich, okay, es ist okay bei mir. Guckt mal hier, was ich für den kleinen Mann gekauft habe. Und jetzt, haltet euch fest, hier oben sind ja Buchstaben an den Kleiderschränken, ne? Mal zu. Hier haben wir ein K für Carlo. Und ein B für Bonnie. Und hier haben wir ein Piep. So, kann ich auch die Haare wieder aufmachen. Ich Hausarbeit und Haare offen geht gar nicht. Kommst du zu mir, Schatz? Darf ich auch zu Hause und Karotti spielen? Lotti Karotti spielen? Wollen wir gleich zusammen Lotti Karotti spielen? Ja. Ja? Ich bin jetzt auch fertig hier, ne? Ja. Ich bin jetzt durch mit dem Haushalt. Wir haben jetzt ungefähr 10 Uhr. Das Essen ist fertig, die Küche ist gemacht, das Bett ist gemacht. Ich habe jetzt noch einen Wäschekorb mit Wäsche auf dem Wickeltisch stehen, aber das mache ich gleich irgendwie so nebenbei beim Spielen. Und man muss es dann auch nicht übertreiben. Nachher werde ich nochmal hier ein bisschen durchwischen. Mir hilft immer noch mein Saugroboter. Das ist echt geil. Das ist so genial. Weil gerade jetzt, wo ich mich schonen soll, Staubsaugen ist echt anstrengend, ne? Also wischen ist nicht so. Aber wenn der Staubsauger sich so am Hochflorteppich so festsaugt, was er ja auch soll, damit der ganze Kram da rauskommt, das geht echt in den Bauch. Also das mache ich garantiert nicht mehr. Ich bin froh, dass ich diesen Roboter habe. Und jetzt ist Kinderzeit angesagt. Dann macht die Bonnie gleich ein Mittagsschläfchen. Der Carlo ist komplett raus mit Mittagsschlaf. Und selbst wenn ich das jetzt alles nicht geschafft habe, ich meine, man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Ich könnte jetzt noch die Fenster putzen oder das Bad putzen, aber das mache ich. Ich teile mir das einfach dann so auf. An manchen Tagen mache ich dann mal viel mehr. Aber irgendwie, ja, für die Kinder ist das halt Alltag. Die kennen das nicht anders. Und die helfen mir dann auch. Oder das ist für die auch wie Spielen, ne? Wenn wir zusammen putzen. Und wenn ich jetzt gar nichts von alledem geschafft hätte, wenn jetzt immer noch da der Spülkram stehen würde und ich hätte nichts gekocht und wir sind alle strubbelig und der André kommt nach Hause abends, dann ist das so. Dann würde der sich wahrscheinlich noch freuen, weil wir dann Pizza bestellen würden oder so. Aber die Hauptsache ist doch, dass wir alle gesund sind und dass es uns gut geht, wenn der Papa abends nach Hause kommt, ne? Ja, das kommt, ist irgendwie einfach nur alles eine Sache der Einstellung, finde ich. Und heute Nachmittag ist erst Kinderturnen und danach sind wir noch bei Freunden von den Kindern quasi zum Abendessen eingeladen. Und dann essen die Kinder quasi zusammen Abend und dann sind wir spät zu Hause und direkt ab ins Bett. Das war so ein bisschen unser Vormittag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Und jetzt geht's hier weiter mit meinem Mama-Alltag.